Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Junkbox. Heute wollen wir den OneMove Akku von 100% auf 0% schaffen, denn ich habe eine kleine Radtour geplant von ungefähr 70 Kilometer. Wir fahren Richtung Kiekkaske und das ist ein kleiner besonderer Ort hier in der Nähe. Ja, in der Nähe sind ungefähr 35, 38 Kilometer. Ich fahre in 1, 2, 3 Spots. Dort werde ich euch ein bisschen was erklären darüber, nämlich über die Emsbrücke, die Wehnerbrücke, die kaputt gefahren worden ist damals. Total nicht lustig eigentlich, aber irgendwie auch schon. Ich fahre gleich los, das Rad werde ich kurz noch aufpumpen und kurz putzen, denn ein paar Fotos wollte ich wohl gerne noch machen vom Fahrrad. Aber ich fahre jetzt direkt los und wir sehen uns gleich beim ersten Spot und go! Brücke angekommen. Wer diese Brücke nicht genau kennt oder nicht schon mal gesehen hat, denn hier fahren die ganz dicken Meyerwehrschiffe vorbei. Wart ihr schon auf eine Kreuzfahrtschifffahrt? Wird das so ausgesprochen? Jedenfalls, wenn ihr auf so einem Kreuzer wart von AIDA, Disney AIDA, was die alle schon gebaut haben, dann fährt dieses Schiff meist hier vorbei, muss durch diese schmale Brücke durch. Ja, meist ist das hier ein großes Highlight, dann ist das ganze Deich voller Menschen und schauen sich dieses Spektakel an. Boah, jetzt blendet die Sonne mal gut. Es ist schon cool, wenn die dicken Schiffe hier rumfahren. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Schiffen, aber ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Ort hier, denn das ist so ein bisschen aus Friesland, wisst ihr? Ich zeige euch mal ein paar kleine Eindrücke. Scheiße. Mist, Leute, jetzt ist mir der größte Fehler passiert, den jetzt eigentlich nicht passieren kann. Gibt's nicht. Ich habe gerade nachgeguckt, in der Tasche, die Drohne ist dabei, voll aufgeladen mit Beinakkus. Was fehlt? Die Fernbedienung, Leute. Oh. Das ist jetzt sowas von ärgerlich. Jetzt ist die Frage, ich habe jetzt ungefähr 4 Kilometer gefahren, soll ich zurückfahren? Fernbedienung holen, dann hier wieder herfahren, Spots machen, dann weiterfahren. Ah, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Sind 4 Kilometer, dann hätte ich schon mal 4 Kilometer versemmelt von 100. Akkustand. Der Akku momentan ist bei 93%. Das heißt, ich habe 7% jetzt schon verfahren bei 4 Kilometer. Das ist schon eine ganze Menge in diesem US-Mode. Ich glaube, ich gehe gleich runter auf den Mode, auf normal EU-Mode und da verbraucht er nämlich nicht so viel Akku. Fahr zurück, hol die Fernbedienung und dann schauen wir nochmal weiter. Oh, ärgerlich, aber was wäre das Leben nicht ohne Spaß? Ich bin wieder an dem gleichen Ort angekommen. Da hinten ist die Brücke, wie ihr sehen könnt. Ich bin hier bei so einem Fahrradgestell. Oh. Anstrengend, aber es nützt ja nichts. Es ist ein bisschen windig hier. Ich habe endlich die Fernbedienung geholt von der Drohne und darum wollte ich jetzt sagen, hier sind ein paar Drohnenshots von der Brücke und ich werde erstmal kurze Pause machen, denn hin waren jetzt doch 4,8 Kilometer, hier wieder zurück, also ungefähr 10 Kilometer bin ich ja schon gefahren. 16% Akku weg, ich habe den Boost-Knopf benutzt. Mist, wollte ich ja eigentlich nicht. Ja, viel Spaß mit den Drohnenaufnahmen und danach fahren wir weiter. Ich bin jetzt in Wehne angekommen. Hier ist nämlich die zweite Brücke, die ich euch jetzt zeigen möchte. Wie ihr sehen könnt, schwenke die Kamera eben rum.
könnt ihr hier die schöne Brücke sehen. Und wie ihr sehen könnt, ist hier keine Brücke. Denn vor, ich glaube, das waren gut vor der Pandemie, 2019, ist hier ein kleines Binnenschiff reingefahren in dieser Brücke rein. Und diese Brücke ist super wichtig für den Bahnverkehr zwischen Wehna und Leer. Sonst konnte man noch von Leer nach Groningen fahren mit der Bahn. Und das ist momentan nicht möglich, weil hier die Brücke fehlt. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau dazu kam, aber es war einfach erschreckend hier einfach, dass hier so eine wichtige Brücke zerstört wurde. Ja, seitdem ist der Zugverkehr weg. Hier unten ist ein Schild. Ich zoome mal ein bisschen ran. Da unten ist ein Schild, da drauf steht Fertigstellung der Brücke Mai 2022. Wir haben richtig Juli und es ist alles nicht ganz gut geplant. Auch die Straße sieht jetzt noch nicht richtig aus. Aber erst wollte ich euch kurz erzählen, dass diese Brücke hier fehlt. Ein wichtiger Standpunkt hier in Ostfriesland, wenn man nach Holland fahren möchte mit der Bahn. Als nächstes gibt es ein kleines Update zum Fahrrad. Also ich habe jetzt von Leer nach Wehna sind ungefähr 8 Kilometer, könnten auch 9 sein bis hierher, durchgängig gefahren. Es war sehr windig, habe 8% Akku verloren. Ich habe noch ein ganzes Stück vor mir. Darum mache ich jetzt kurze Pause nochmal, trinke ein bisschen, lass nochmal die Sonne genießen, bis wir Richtung Bad Neuschanz fahren. Von dort aus fahren wir Richtung Kiekhaske, also seid gespannt. Ich hoffe, mit der Action 2 von DJI sind die Aufnahmen ganz okay, weil vorne ist sehr viel Gewicht drauf auf dem Gepäckträger und es wackelt alles so heftig. Die Aufnahmen sehe ich ja später, aber trotzdem wünsche ich euch nochmal jetzt eine kurze Pause und lasst doch mal kurz baumeln alles. Also kurz trinken, dann geht's weiter. Auf geht's! So schnell kann man in Niederlande sein. Also wir haben jetzt gute 19 Kilometer geschafft. Eigentlich recht wenig, eben kurz nach Holland, oder? Oder nach Niederlande zu fahren. Status des S3s. Wir können mal kurz auf die App gucken. Und laut App haben wir jetzt 70% Akku noch. Wenn man heute so guckt. Ich habe hier gar kein Netz. Also 70% Akku haben wir noch. Total easy für 20 Kilometer mit echt sehr viel Wind. Aber ich muss euch kurz mal hier diese hintere Aussicht zeigen. Die ist nämlich extrem gut. Sieht extrem erholsam aus hier. Nach der guten Fahrt mit dem S3. Ich zoome mal ein bisschen ran. Da steht das gute Stück. Jetzt kann ich sagen, es hat extrem geknatscht durch die Kopfhörer, immer noch durch wegen den Gepäckträger vorne. Ich weiß nicht, ob 8 Kilo schon zu viel Gewicht ist für das Rad. Was noch ist, es geht nämlich um den Sattel. Ja. Ich könnte noch weiterfahren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man hat schon ein bisschen Arschschmerzen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der Sattel ist ja extrem geil. Also von der Optik schon her. Und so bequem ist er doch nach so vielen Kilometern leider nicht. Aber ich bin trotzdem fest überzeugt, dass ich die nächsten 15 Kilometer locker noch hinhaue. Wir fahren jetzt durch Bad Neuschanz, heißt das hier. Gucken, wie die so Gegend ist. Vielleicht mache ich ein paar Aufnahmen noch und dann sehen wir uns gleich in der Stadt. Ja, so wird es nämlich aussehen. So, letzter Stopp bis zum Ziel. Genau da bin ich gerade durchgefahren und habe dann plötzlich diese Aussicht genießen dürfen. Es ist hier wirklich extrem windig. Ich hoffe, dass der Ton komplett da ist. Puh. Ich bin gerade mit Motor bis 22, Rest bis 34 km/h gefahren. Es war so befreiend, einfach mal die Beine mal wieder spielen lassen zu können. Auch wenn jetzt das Rad hier hinter mir, was ist da? Was ist? Na, mich hat mal wieder was getroffen. Ja.
Ich hab's geputzt, jetzt ist es wieder schmutzig. Wie das Rad da so steht, ich bin extrem, mir fehlt das Wort, zufrieden damit. So, es macht Spaß, einfach mal rauszufahren, eben einmal was genießen, eben einmal was erleben. Und Leute, ja, so, ich trinke noch was, Endspurt und dann heißt es, voll Karacho nach Hause zurück. Denn heute Abend sind wir noch auf einer kleinen Feier eingeladen. Da möchte ich natürlich noch vorher geduscht sein, denn ich bin schon etwas ins Schwitzen gekommen. Denn der Motor ist ja da, aber wenn man ein bisschen schneller fahren will, kommt natürlich die Muskelkraft im Spiel. So sieht es nämlich aus. Kurzes Update zum OneMove S3 hier. Wir gehen nochmal in die App und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier 65%, haben wir noch knapp 48 Kilometer diese Woche. Das muss ich noch aktualisieren. Dafür habe ich jetzt nicht genug Netz, glaube ich. Oder kann man das irgendwie so? Nee, glaub nicht. Ich bin extrem zufrieden mit dem Akkuzustand. Ich meine, ich fahre ganze Zeit im US-Modus. Auch wenn man das nicht erlaubt ist, bla bla bla, macht es mir trotzdem mehr Spaß mit 22 zu fahren anstatt mit 17 km/h. Ich möchte euch kurz noch was zeigen. Das ist hier die Halterung von der DJI Action 2. Ist extrem cool gemacht. Das große Problem ist einfach nur die Halterung hier. Da die Rohren vom S3. Hier passt das noch ran. Hier nicht mehr. Hier nicht mehr. Oben am Lenkrad wohl noch. Da nicht mehr. Hier könnte man noch dran machen, aber dann habe ich das halt mit den Pedalen im Weg. Kann man diese Halterung ja nicht ganz gut empfehlen, aber es macht seinen Dienst und ein paar schöne Aufnahmen sind hoffentlich gemacht worden. Ich bin doch schon ein bisschen ausgepustet hier mit gerade eben durchtreten. Wollen wir jetzt einfach weiterfahren? Habt ihr das gehört? Er hat Bock, ich hab Bock, auf geht's! Wir sind hier angekommen und ich werde hier gleich begrüßt mit so einem kleinen Wasserstrahl. Entweder ist das jetzt, ihr dürft hier nicht langlaufen, oder es ist eine schöne Abkühlung für die Füße. Aber man sieht auch ganz genau schon hier die ganzen grünen Algen. Oder ist das Alge? Ich glaube schon. Und genau da hinten wollen wir hin. Mit dem Fahrrad kommen wir leider nicht weit. Darum geht es da jetzt einfach mal durch zu Fuß. Und ich bin jetzt bei 63% Akku. Finde ich vollkommen in Ordnung. Es ist super windig. Ich habe natürlich viel mehr Gepäck drauf. Nicht nur mein Gewicht, sondern auch ungefähr 8 Kilo Equipment und die halbe Liter Flasche ist auch schon leer. Nicht ganz hier. Also, da ist noch was drin. Da ist das Rad. Ich habe es jetzt abgeschlossen. Sieht sehr sicher aus. Dann wollen wir mal hier auf diesen Holzbrettern laufen. Da ist extra so ein Gitter noch bei, dass man dann, wenn man was verliert, dass das da nicht gleich reinkommt. So sieht das Ganze hier aus. Hunde sind nicht erlaubt. Also wollen wir mal rein. Let's do it! Auch jetzt mit dem Wegen hier. Ich bin gerade mit ihm da hinten ein bisschen quer gekommen und es ist extrem. Also man steht hier auf der Kante und der Herr hier ist schon sehr eng, wisst ihr? Da gibt es leider keine Abstandsregel für, aber ist auch nicht schlimm. Es sieht einfach nur verdammt geil aus hier. Und auch dieses Versteckte halt auch. Müssen wir mal reinziehen. Nächster Gang, nächster Versteck. Und da geht's so runter. Von unten sieht es so aus. Wie ein kleines Labyrinth, würde ich sagen. Und dort, genau dort, wollen wir hin. Wie ich von da oben schon gesehen habe, oh, da jetzt schon, ist es Ebbe. Das heißt, wir sehen kein Wasser,
Was mich natürlich ein kleines bisschen stört, da ich ein schönes Foto machen wollte, aber man kann leider nicht alles haben. Hier kann man mal gut sehen, wie hoch das Wasser sein kann und Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Das ist schon ein ganzes Ende. Das ist schon wirklich sehr tief. Also 2 Meter waren es auf jeden Fall. Und wie ihr auch sehen könnt, von der Ecke 90 Grad zu dieser Ecke. Wie ihr sehen könnt, Ebbe. Hier ist es extrem windig und ich hoffe, das Mikro hält. Ja, es sieht schon extrem aus aber genieß erstmal hier die Aussicht. Ich bin wieder am S3 angekommen. Jetzt wird's ernst fürs S3. Wir haben nämlich noch, ich sag mal jetzt Fahrradcheck. Laut der OneMove App 64% Akku habe ich noch. Wir sind jetzt ungefähr knapp 34 Kilometer gefahren. Ist es okay bei dem Wind, bei dem Gewicht? Jetzt will ich trotzdem Akku leer fahren. Das bedeutet, dass ich jetzt unglaublicherweise auf Stufe 4 stelle, die schnellste Route mir suche und so schnell nach Hause fahre, wie es funktioniert. Ihr wisst, dank der Mover App, wenn ihr die noch nicht kennt, könnt ihr oben kurz reingucken, könnt ihr das Rad auf dem USA-Modus wieder stellen, also auf den US-Modus, dann fährt das Rad 32. Es ist nicht erlaubt auf deutschen Straßen, nicht erlaubt in der Niederlande, es ist nur erlaubt in der USA. Und den Tokio-Modus gibt es ja auch nochmal. Für Tokio halt, da können die bis zu 27 km/h fahren. Wenn man jetzt den US-Modus hat und man stellt das auf Stufe 3, fährt man ungefähr 27 km/h, so wie der Tokio-Modus. In OneMove Deutschland, wenn man es auf Stufe 4 stellt, bist du auch ungefähr bei 27 km/h. Es macht sich jetzt nicht großartig viel, würde ich jetzt persönlich sagen. Ihr müsst es natürlich nicht nachmachen. Also starte ich jetzt den schnellsten Gang, den ich habe und auf geht's. Und wir sehen uns gleich wieder zurück in Lea. Ich hoffe mit einem leeren Akku und auf geht's, ja. So bin ich wieder zu Hause. Ich wollte gerade das Video starten und auf einmal habe ich eine E-Mail bekommen. Annalena hat deinen Empfehlungscode verwendet. Vielen Dank dafür nochmal, aber auch vielen Dank an den ganzen anderen Leuten, die immer noch den Code von mir benutzen. Danke dafür, echt. Das ist es natürlich nicht schlecht und es macht mir auch irgendwie auch Spaß, weiter über das OneMove Videos zu machen und euch natürlich auch so einen kleinen 100 € Rabattcode zu geben. Ich dachte mir gerade, was macht die Katze da? Ich bin kaputt. Ich habe es versucht, das Rad so schnell wie möglich auf 0% zu bekommen. Ich habe wirklich komplett durchgerissen. Also am Ende sind es unglaubliche 63,6 Kilometer heute geworden, die wir gefahren sind, hin und zurück.
mit ein paar kleinen Schleichwegen. Ich dachte, es wären ungefähr 70, aber eine kleine Abkürzung habe ich doch wohl genommen. Was ich jetzt am Fahrrad habe, warte, kann ich euch... Nee, so? Auch nicht. Einen Moment. Da. Was wir jetzt haben bei dem Rad sind 7% Restakku von der Fahrt, aber die Rückfahrt bin ich auch nur 32 gefahren und durchgehend. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Und es ist für mich das erste Mal so richtig komplett auch Vlog-mäßig aufzubauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem noch gut gefallen. Wenn ihr ein paar Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr auch ein Warmove kaufen möchtet, kommt hier oben in der Videobeschreibung gleich oben der erste Rabattcode hin. Ich muss mich erstmal beruhigen. Dazu, ich muss irgendwas essen, Leute. Ich habe von heute Morgen 6:30 bis jetzt, wir haben es 13.09 Uhr. Stellt euch das mal vor. Für euch ist das Video wusch weggegangen. Für mich sind es glatt fast über 7 Stunden. So, jetzt geht's gleich zum nächsten Video aus, denke ich mir wohl. Bei dem Wetter muss ich schnell noch genießen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Eure Junkbox. Ciao.